zwar funktioniert das so, dass man zuerst einmal dieses Ding hier aufmacht. Das hat so einen Schiebemechanismus. Und da kommt der Knopf hinein. Diese Breite hier ist das Kennzeichen für eure Maschine, wie lang das Knopfloch dann sein muss. Und jetzt gehen wir zur Maschine und spannen uns dieses Teil hier statt dem normalen Nähfuß in die Maschine ein. Bevor ihr anfangt zu nähen, schaut auf jeden Fall nach, ob ihr genug Material sowohl im Unterfaden als auch im Oberfaden habt. Ich check das mal. Bei meiner Maschine ist es so, dass ich mir verschiedene Knopflochvarianten auswählen kann, einfach per Knopfdruck. Alles wird automatisch eingestellt und das mache ich jetzt gleich mal hier. Jetzt gebe ich mir hier in meine Maschine diesen Knopflochfuß einfach hinein. So. So. Hinten ist so ein graues Teil und das schiebe ich hier auf dieses weiße Ding da drauf, weil das ist sozusagen meine Bremse. Also darf das keinen Fall vergessen. Lest euch bitte vorher ganz genau die Anleitung durch. Wichtig ist, dass der Faden nach unten gezogen wird. Hier mein kleines Kreuz angezeichnet. Leg mir hier den Beginn unter dieses rote Kreuz einfach drauf. Muss ich mich genau schauen, wo das ist. Also einmal hier in dieses Kreuz und einmal quer. Und jetzt kann ich im Prinzip schon loslegen. Jetzt gehe ich mit meinem Füßchen runter. Wichtig ist, ihr seht, das ist ein bisschen schief. Wichtig ist, dass dieses Nähfüßchen wirklich ganz gerade in der Mitte ist. Bisschen nachschieben. Der Stoff ist ziemlich dick. So, jetzt geht schon wieder retour. So, und jetzt habe ich automatisch mein Knopfloch schon fertig genäht. Wichtig ist beim Einschneiden vom Knopfloch, macht es nicht mit dem Nahttrenner. Das gibt so diese Technik mit diesen Nadeln, wo man das da hineinsteckt, damit man nicht, dass das Versehen da drüber rattert. Also ich nehme eine sehr, sehr scharfe Stickschere, mache mir hier ein Loch hinein und dann schneide ich das hier vorsichtig durch. Das ist jetzt schon ein Knopfloch. Ich bügel jetzt da nochmal drüber.